Hallo, guten Abend, hello Jazz Lovers, oder wie sagt man zu einem Publikum, was man nicht vor sich sieht, eine ungewohnte Situation. Wir freuen uns, dass wir heute Abend hier Teil einer Aktion von Orchester und Big Band des Hessischen Rundfunks sein können. Mein Kollege Peter Reiter am Klavier, mein Name ist Rainer Heute. Wir haben uns ein Stück vorgenommen, was wir noch nie gespielt haben. Das ist vielleicht am ehesten im Wesen des Jazz entsprechend, und das wollen wir heute nach dieser wunderbaren Darbietung von gestern mal ein bisschen alternativ anbieten. Das Stück hat eine Geschichte, die ich ganz toll finde. Und zwar hat Duke Ellington zusammen mit seinem alter Ego Billy Strayhorn, die haben also sehr viel Musik geschrieben und arrangiert und dann natürlich auch produziert, 1959 eine Platte aufgenommen. Und zwar im Wortsinne eine Platte, die ganze Queen Suite, so hieß diese Stückesammlung, wurde für Queen Elizabeth von England hergestellt, und es wurde genau eine Platte davon gepresst, und die hat dann die Queen bekommen, und wir haben das erst 1976 nach dem Tod von Duke Ellington vorgeführt bekommen, indem das natürlich dann verlegt wurde und Platten rauskamen. Es kam zu diesem merkwürdigen Projekt, als Ellington 1958 in Leeds in England engagiert wurde. Da haben sich Leute zusammengetan aus royalem Umfeld, Jazzliebhaber, Musikliebhaber, und haben ein Jazzfestival da veranstaltet, und es hieß gleich, wir müssen Duke Ellington und sein Orchester engagieren. Und das Konzert fand dann statt, sogar zweimal. Queen und Prinz Philip waren eingeladen. Die Queen konnte leider gar nicht, eine Ironie der Geschichte. Ihr Gemahl war dabei und begeistert. Es gab aber hinterher einen Empfang. Und da war Ellington auch eingeladen. Es gibt eine ganz tolle autobiografische Notizen von ihm, wie er da als Letzter in dieser ganzen langen Schlange stand, von Leuten, die ihre Aufwartung gemacht haben, dem königlichen Paar. 1959, da war die Queen gerade mal kurz über 30, eine ganz attraktive Dame. Und dem haben die Knie geschlottert wie noch nie zuvor, hat er berichtet. Also, er war dann als Letzter in dieser Reihe dabei. So ergab sich also, dass die Queen ein paar Minuten Zeit hatte und natürlich Philipp auch, haben sich unterhalten. Und Ellington hat ihr versprochen, also ich bin total geflasht von diesem Moment, da wird was entstehen. Ich habe noch nichts geschrieben, aber da wird was entstehen. Und so hat er also 1959 diese Queen Suite geschrieben. Und davon spielen wir ein Stück, was er auch damals nicht mit Big Band aufgenommen hat, sondern es war eigentlich ein Klavierminiatur, die fast an Claude Debussy erinnert. Ellington war ein großer Fan von Leuten wie Stravinsky und Debussy. Auch moderne Kunst hat er sehr gutiert. Die anderen Stücke sind schon mit voller Besetzung, aber dieses hat er fast allein gespielt, wie gesagt, mit Bassbegleitung. Und wir würden das gerne jetzt in dieser Besetzung spielen, und das möchte ich widmen einem ganz großen Kollegen, Joe Temperley. Der hat im Lincoln Center Jazz Orchester Baritonsaxophon, Bassklarinette gespielt. Wynton Marsalis, sein Bandleader, sagte über ihn, the most soulful thing coming out of Scotland. Und here we go, würde ich sagen. The single petal of a rose, ein einzelnes Rosenblütenblatt. Thank you.
Bye.